Können auch ruhig ein bisschen langsamer fahren eigentlich. Ah! Ich bin von der Kanonenkugel getroffen worden! Ja, die Festung schießt auf uns. Achtung gegen die Landtrends. Moin, und herzlich willkommen zurück zu Sea of Thieves. Wir verfolgen gerade ein Segelschiff, das wir jetzt platt machen wollen. Wir schneiden denen jetzt den Weg ab. Wenn sie da jetzt vor beiden Schiffen abhauen wollen, haben sie, glaube ich, versuch mal, auf die da zu schießen. Wenn du im Visier bist, dann kannst du so schlecht dich umgucken. Ach du Schock. Oh ja. Aber es gibt doch keine Option, irgendwie das zu ändern. Ich sehe die gerade irgendwie nicht mehr. Seid ihr sicher, dass die da noch sind? Müssten hinter dem Felsen sein, ne? Ja, die sind dahinter. Um die Insel quasi rum. Ja, da kommt jetzt links. Wieder raus. Ja. Linke Seite von denen. Hab's gesehen, ja. Wie soll man denn mit der schießen, bitte? Das Schiff wackelt viel zu viel. Ja, ich sag dem Schiff, es soll weniger wackeln. So, die sind hier hinten rum und liegen die da jetzt innen vor Anker irgendwie? Ich muss sagen. Das glaube ich auch nicht. Die werden wohl Gas gegeben haben. Ja, aber die können auch nicht schneller sein als wir eigentlich. Doch, die Kleinen sind schneller und wendiger. Echt? Die sind schneller als die Großen? Ja. Irgendeinen Vorteil müssen sie ja haben. Da ist aber ein Schiff. Da, die haben angelegt da. Die sind am vor Anker gegangen. An die Waffen! Ja, bereit machen. Wir sind gleich direkt nebenan, ne? Wir können auch ruhig ein bisschen langsamer fahren eigentlich. Ah! Ich bin von der Kanonenkugel getroffen worden! Ja, die Festung schießt auf uns. Achtung gegen Land rechts. Okay, das sollte gehen. Achtung, die schießen auch. Achtung! Boah! Vorsicht! Schießt, 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 schießt! Feuer frei, Feuer frei! Ja, ich von der Kanone getroffen. Ja, Treffer! Nein, daneben, scheiße! Oh Gott, wir haben volle Breitseite abgekriegt. Wir haben Löcher. Getroffen! Ja, sauber, nice! Ich dreh bei. Das Schwein rastet aus. Ja, Treffer! Noch ein Treffer, sauber. Ja. Haben wir Wasser einfach? Ja, wir laufen voll. Ich kann die nicht mehr treffen, weil wir jetzt den schlechten Link. Ja, ich versuche zu wenden. Ich versuche das Loch zu stopfen, aber jemand muss hier mal scheffeln, sonst gehen wir. Scheffeln. Mach ich. Ich muss steuern. Guck, dass wir. Oder warte mal, ich könnte eigentlich jetzt, wenn ich jetzt loslasse, bleibt das ja. Okay, ich komme mal schnell runter. Ich helfe mal schnell mit. Lasst mal den Anker zu Wasser. Okay, Achtung, und jetzt Anker wieder hochholen. Anker wieder hochholen, Anker wieder hochholen. Ja, muss man hier machen. Da. Ich wollte mal dieses Wendemanöver probieren. Dass wir nicht so 3 Stunden wenden müssen immer. Sie kommen auf uns zu. Wo? Direkt vor, direkt rechts. Achtung, ihr müsst euch auf der rechten Seite jetzt bereit machen. Wir kriegen sonst. Ja, macht euch bereit. Und? Genau, Feuer. Ja, sauber! Jawohl. Oh, die haben schon voll die Löcher, guck mal! Wie die Emotes benutzen da, fress Blei und so ein Kram. Komm ich da vorne noch rum? Ich hoffe, ich komme da vorne rum, ey. Fress Blei. Ah, ja, stimmt. Ich schreibe ihn. Tatsache. Oh, scheiße. Anker nochmal runter! Anker nochmal runter! Ja, sauber! Anker hoch, Anker hoch, Anker hoch, Anker hoch! Seid ihr schon dem Kraken begegnet? Nein, sind wir nicht. Okay, sauber. Jetzt fahren wir einfach den hinterher. Volle Segel brauchen wir jetzt. Tja. Da haben sie wohl ihre Rechnung ohne Captain Spielmeer gemacht. Aber die Kanonenkugel, die da angeflogen kam, die war episch, ey. Die mich direkt erwischt hat. Ja, mich hat auch ein Keep der Kanone weggeschossen. Ja, wir sind aber außer Reichweite vom Keep, glaube ich. Die schießen nur. Das sind nur Warnschüsse. Ja, wir sind noch genau hinter dem Schiff. Vorsicht, die ändern den Kurs. In welche Richtung? Wir haben die Segel gedreht. Die wollen nur mit dem Wind segeln, glaube ich.
Okay, aber sie haben keine Chance. Guck mal, wir sind definitiv schneller. Wir holen sie ein. Jetzt fahren sie nach links rüber. Sie wollen zur Insel, damit wir da vielleicht ausmanövriert werden. Ja, wir müssen aufpassen, dass wir nicht wieder auf die Insel auflaufen. Wir fahren genau auf die Insel drauf zu. Du musst ein bisschen rechts. Ja, mach ich. Hier ist ein bisschen Wasser. Das war knapp. Weil die sind beschossen worden. Ja, von der Insel hier. Ja, ja, aber sie treffen uns nicht. Sie treffen uns nicht. Alles gut. Das Segel ist halt genau. Nach links. Ja. Nach links. Wir sind jetzt gleich links von uns. So ein bisschen hoch, ja, weil die sind gleich neben uns. Ich sehe leider gar nichts, weil das Segel gerade im Weg ist. Ah, okay, alles klar. Jetzt sehe ich wieder. Ja, die fahren jetzt hinten links um die. Ja, ich sehe es jetzt, ja. Ich versuche mal jetzt nicht so knapp zwischen den Felsen. Ein Stein. Ich weiß, ich versuche um den Stein rumzufahren. Die wollen sich da verstecken. Die sind gegen die Insel gefahren, die Idioten. Die Insel gefahren. Gib mal die Kanonen. Die Idioten, ja. Vor allem so wie wir, ne? Ja, ist egal, das hat keiner gesehen. Nee, die drehen jetzt einfach. Die nutzen das zum Drehen. Die sind zu schnell. Ah ja, ich versuche zu wenden. Warte mal, die sind jetzt hinter uns. Nimm mal ein bisschen Tempo raus. Mach mal einen Anker runter. Mach mal einen Anker runter. Und dann direkt wieder hochholen. Jawohl, jetzt direkt wieder hoch. Boah, die sinken! Die sinken, guck mal! Wir müssen nochmal draufschießen. Los. Ja. Zählt das nicht als Kill? Wir haben doch vorher sie getroffen. Bist du eigentlich auch, ja. Ist doch egal, jetzt verdeckt sie nochmal. Oder entern wir den Rest. Oder wir entern die jetzt. Könnte sein, wenn die Schätze hatten, dann schwimmen die gleich da oben. Außerdem kannst du da ein bisschen näher ranfahren? Ja, mach ich. Aber wenn die Schätze jetzt auch hatten, auf der Insel stehen, ne? Fahren die unter Wasser? Das Boot ist weggeplöpst. Ja. Da ist irgendwas. Das ist der Seemann. Mach mal einen Anker runter. Mach mal einen Anker runter. Das ist nur der Seemann. Anker. Anker zieht. Ja, okay, sauber. Ja. Ich sehe hier gar nichts unter Wasser. Nee, die hatten auch nichts. Ja, egal, aber wir haben, glaube ich, jetzt einen Kill, oder? Also, theoretisch. Ja, die werden ja nicht gezählt in irgendeinem Sinn. Achso. Dann gehen wir doch wieder an Bord und fahren weiter. Aber immerhin, war mal wieder eine spannende Seeschlacht. Nein, da ist schon wieder einer am Kotzen. Ja, meinst du, die nehmen die Kiste noch? Oh, je. Oh, nein. Das arme Schwein da oben auch. Ist da noch was, oder was? Ich hab's schon. Ich hab die Kiste. Ja, ich seh nichts. Das Schwein weint. Einer muss das Schwein füttern. Ja, ich fütter das. Oh Gott, ja, oh Gottchen. Ich hab nur nichts gesehen, weil... Ja. War zu nah an Ritzen. Ich bewach das Schiff. Ich sehe gar nicht, wo ich hin muss. Ach, da. Ich auch nicht. Irgendwie ist hier ein sehr starker Seegang. Und Lone Star bewacht das Schiff schlafend. Mhm. Meine übernatürlichen Sinne registrieren jeden, der sich nähert. Ah, ja. Kriegst du so ein Pfeifen im Ohr. Aber hier ist wieder ein Wal oder sowas am Singen unter Wasser. Oh, Schiff! Was? Schiff? Oh Gott. Wir warten. Aber er dreht ab, er kommt nicht zu uns. Ich will noch schnell die Kiste verkaufen hier. Ah ja, ich sehe ihn. So, ich habe die Kiste verkauft. 100 Gold habe ich gekriegt dafür. 111. 111, und ja. Nochmal 142 dazu. Stimmt, Bonus noch. Bonuszahlung. Bald ja. Kackeimer leisten. Ja, die fahren da hinten weg. 142 war wahrscheinlich dann die andere Kiste, ha? Ja. Okay, dann komme ich wieder zurück an Bord. Okay, wo fahren wir denn jetzt hin? Der Einmaster ist jetzt auf der anderen Seite der Insel. Wir können dem natürlich hinterherfahren. Ja, machen wir das doch, oder? Fahren wir dem hinterher, oh, ja. Komm. Jagen wir die jetzt. Machen wir mal ein bisschen PvP. Wir haben eh gerade keine Schätze dabei. Vielleicht sollten die gerade abliefern. Mhm, möglich. Hier, ihr müsst mir helfen beim Ankern. Ach Gott, Schneller. Komm ja schon. Schneller! Okay. Jemand muss dann steuern, nicht dass du wieder irgendwo gegenfahren. Da vorne war eigentlich nichts.
Vielleicht waren das wieder die, die wir gerade schon platt gemacht haben. Das wäre auch lustig. Ja, aber die hatten ja keine Schätze. Scheiß auf Schätze. Für Köpfe. Köpfe, genau. Da sind sie doch, da vorne. Sieht er sie? Die holen wir uns jetzt wieder. Wir versenken die so lange, bis sie keine Lust mehr haben. Dann können wir eine Fahrt. Die fahren schon wieder hier zu diesem. Wieder um die Festung. Die wollen das als Vorteil nutzen, weil sie ja wissen, dass sie weniger Kanonen haben als wir. Das sind bestimmt wieder dieselben. Tja, dann machen wir sie wieder platt. Wie sie da wieder gegen den Felsen fahren. Ich wollte gerade sagen, die sind schon wieder gegen den Felsen. Ja, ist doch gut. Dann können wir sie leichter abfrühstücken. Bestimmt nur einer auf dem Schiff, der es nicht anders scheuern und hinkriegen kann. Der es nicht anders scheuern kann. Ja, der scheuert an den Felsen entlang. Der hat geankert da, guck mal. Ja. So, Achtung jetzt, bereithalten auf der rechten Seite. Ich hab mal ein bisschen Tempo rausgenommen. Ich wollte gerade sagen, wir sind zu schnell. Oh, das wird schön. Ihr müsst an die Kanonen, ihr müsst an die Kanonen. Du fährst aber genau in den Rhein. Nein, stimmt gar nicht. Nee, passt schon. Nein, 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 das passt. Achtung! Achtung! Feuer! Irgendwie tun wir jetzt. Feuer! Ja! Was? Ich konnte sogar seinen Namen kurz sehen. Ja, ich auch. Das Schwein eskaliert schon wieder. Ja, ich gehe zu dem Schwein. Oh. Ich glaube, das ist immer derselbe gewesen, so vom Namen her. Ja, ja. Tja, dann haben wir ja einen Gegner gefunden, auf den wir uns einschießen können. So, das Schwein ist auch beruhigt. Sehr gut, ruhige Schweine sind gute Schweine. Das ist halt ein Volltempo hier. Ich glaube, Volltempo ist beim Wenden gar nicht so gut. Denn wir müssten jetzt eigentlich wieder den Anker runter machen und diesen U-Turn machen. Dann go. Damit wir schneller wieder in seine Richtung fahren. Okay, Anker wieder hoch. Wunderbar. Genau, jetzt passt es. Ich wette, das wird noch genervt mit diesem U-Turn. Dann weil geht das ganze Schiff kaputt. Ja, weil das ist schon ein bisschen overpowered, dass du aus voller Fahrt den Anker runterlassen kannst. Der müsste eigentlich voll rausgerissen werden. Aber dafür kriegt man ja sogar eine Errungenschaft. Das ist schon wieder eine Festung hier, oder? Das ist der Outpost? Ja, warte, kommt jetzt. Ja. Das ist der Outpost. Da will der Schutz suchen wahrscheinlich. Da sind Fässer neben uns, rechts. Das sind normale Fässer, das sind keine Explosivfässer. Ja. Passt schon. So, Achtung, ich fahre rechts an ihm vorbei, dann könnt ihr von links schießen. Ach, schießen, schießen. Der wendet gerade. Er kommt genau auf uns zu. Ja. Achtung. An die Kanonen. An die Kanonen. An die Kanonen. Und. Jawohl, Feuer. Jawohl. Ist da auch, also auch keiner drauf, Leute. Warte mal, Anker, mach mal einen Anker. Anker, Anker, wir können den entern. Ja, wollte gerade sagen, entern wir den mal. Ich bin unten. Ah. Komm mal richtig. Wollt ihr zwei den entern? Warte mal, ich guck mal, vielleicht kann ich ja snipern. Geht, glaube ich, gerade. Egal, nichts. Da ist keiner drauf auf dem Schiff. Ich sehe keinen. Aber das Schiff dreht sich. Ja, das Schiff dreht sich. Da ist aber keiner drauf, ich sehe da niemanden. Doch, jetzt ist er wieder drauf. Ich glaube, nee, ich bin drauf. Aber es läuft voll mit Wasser. Das ist eine Falle. Gleich fliegt das Boot in die Luft. Nimm dir hier Bananen und so ein Gramm mit, wenn du nehmen kannst. Hier irgendwas Tolles? Nö. Bretter habe ich noch ein paar. Ist der da an Land gegangen? Scheinbar. Wir haben Grog hier. Ja, Grog, lecker.
Und der hat hier noch eine Schatzkarte offen liegen. Der Kampf mit der armseligen Gru. Ha, vielleicht sind wir die armselige Gru, man weiß es nicht. Das Schiff sinkt. Das Schiff sinkt. Es sind noch Kanonenkugeln. Ah, wo? Da, ja, Moment. Ich hab mal seinen Anker runtergelassen. Oh ja. Tja. Wie das langsam sinkt, ist auch schön. Jetzt kippt's um. Oh. Oh. Und das ist... Das Schwein stirbt. Was? Ich wollte gerade sagen, wer schreit denn hier so komisch? Oh je. Das hat Hunger. Om nom nom. Das ist der kleine Schluckspecht. Und weg war's. Gut, dann würde ich sagen, was machen wir denn jetzt? Was machen wir denn jetzt? Was machen wir denn jetzt? Wollen wir noch eine Schatzkarte holen? Wollen wir seine Schatzkarte machen? Habt ihr die dem geklaut eigentlich? Nee, ging nicht. Das nicht, aber ich habe tatsächlich, dieselbe, die er auch hatte. Ach so. Vielleicht liegt hat er... schon da unten auf dem Tisch. Okay, dann stimmen wir doch mal ab für... Dann stimmen wir dafür ab. Jawohl, hey. Die armselige Kuh. Dann holen wir uns jetzt die armselige Kuh. Der Night Lady. Dann treffen wir ihn wahrscheinlich nochmal wieder. Wahrscheinlich. So, wo müsste ihr denn hin? Sollst du jetzt auf den Mast gehen? Ich soll auf den Mast gehen. Kann jemand noch den Anker lichten hier mit mir? Ja, bist du schwach? Ah, du hier! Tu mal was hier für deine Linie. Nein, ach, ich darf nicht zu viel Kalorien verbrennen, sonst nehme ich ab. So, Achtung, Moment. Ich gehe noch mal kurz ans Steuer und navigiere. Es war ja noch nach links eingeschlagen. Ich glaube, wir müssen gleich wieder Wasser rausschaufeln. Wir können auch den Anker schnell noch unterschmeißen. Das ist zu spät. Schaffen wir nicht mehr. Ich gehe Holz. Oh. Das war leider eine direkte Kollision. Da hinten ist noch ein Schiff. Das ist schon wieder der Typ? Das kann eigentlich nicht sein, oder? Nein, wir müssen ja die Segel nicht vorher irgendwie raffen oder so. Wir können ja direkt den Anker runterlassen, wenn wir in der richtigen Position sind. Segel hoch. Man kann ja, aber ein bisschen so besser einparken, wenn die nicht ganz so schnell ist. Das wollte ich nicht. Huch, nein, ah. Ich glaube, wir können nicht den Anker direkt runterlassen. Mach ich. Sonst fahren wir dran vorbei. Hä? Hat er das nicht gerade gemacht? Warum? Weil ich auch gemacht habe. Schneller vom Bord, ey. Natürlich. Boah, hier sehe ich aber gar nichts. Hier ist so finster. Oh, Skelette. Ja, einige. Mhm, das ist auch eine Skelettmission. Da ist ein Hai und so. Ach so. Ah. Also, der wollte uns hier essen. Bäm, erstmal vorbei. Das Schweinchen. Watch. Aua. Ich bin echter Meisterschütze. Ja, ich hab einen erwischt, sauber. Jetzt müsste gleich schon der Captain kommen eigentlich. Ja, da ist er. Ja, ich hab ihn getroffen. Mit den Schwertern blocken ganz gut, ne? Ja. Mhm. Wo ist denn jetzt Schädel gefunden? Wo ist denn der Schädel? Der Schädel ist hier. Hab ihn. Okay, sauber. Der Hai blockiert uns gleich den Weg. Wenn der unser noch... Schiff fährt weg. Hä? Was? Unser Schiff fährt weg? Ja. Unser warum, Schiff fährt warum weg. Warum fährt unser Schiff weg? Das wurde geklaut. Doch den. Ihr habt doch den Anker runtergelassen. Ja, dann ist da einer drauf. Ja, das aber guck mal, die Segel sind da unten. Wir haben die Segel hochgemacht. Dann ist da einer drauf. Dann hat da einer gewartet und dann müssen wir hinterher schwimmen jetzt, oder? Nee, das schaffen wir nicht.
Müsste eigentlich der Meerjungmann kommen, oder nicht? Ja. Meerjungfrau, bitte. Also an der Insel warten oder lieber ins Wasser gehen? Die Meerjungmannfrau kommt ins Wasser. Ah, hier hinten, ich sehe es schon. Du siehst den Rauch da in der Luft. Ja. Und wir werden dann aufs Schiff geportet und müssen dann gegen den kämpfen, der das geklaut hat. Da hat hier einer gewartet und hat echt sich das Schiff unter den Nagel gelegt. Wir haben doch, ja, wir haben doch den See, ich meine. Wir haben den Anker. Die waren nach oben. Unten, meine. Aber den Anker haben wir doch definitiv runtergelassen. Ja? Außerdem, guck mal, das Schiff manövriert doch auch. Das lenkt doch auch. Das kann ja gar nicht sein, dass das Schiff alleine einfach so losfährt, oder? Oder ist das denn das ist ein Geisterschiff? Ich bin da. Hier lenkt keiner und das fährt auf Steine zu. Oh, oh Gott. Ja, aber wieso? Vielleicht war das ein Leck, vielleicht. Das hat auch so komisch reagiert, als der Anker runter. Geh mal vor Anker, ne? Ja, mach mal den Anker runter. Hier schwimmt noch der Schädel-Lonestar. Kann ich wohl da nicht mitnehmen. Ja, ihr müsst mich dann abholen. Ihr müsst mich mit dem Schädel abholen. Ich bin jetzt noch hier hinten. Stimmt, wir müssen umdrehen. Der Schädel, der schwamm hier noch rum. Okay, und das ist ja echt merkwürdig. Mach ich jetzt eine komplette Drehung? Gar seltsame Dinge geschehen hier rechts? In diesen Untiefen. Oder löst sich irgendwie der Anker, wenn die Segel Vollfahrt haben oder so? Nee, der Anker ist unten. Ich ziehe ihn ja gerade hoch. Hier ist einer auf dem Schiff unten. Ja. Wusste ich's doch. Gott, wir sind so schnell, dass ich... Ah, scheiße, ich komme hier nicht hoch. Wo ist er hin? In die Kapitänskajüte, glaube ich. Außenrum ist er gerannt. Gott. Oh, und ich kann nichts machen. Ich kann nicht meine Waffe in die Hand nehmen, wenn ich den Schädel in der Hand habe. Hä? Aber er kann dann nicht rum. Er müsste jetzt abgesprungen sein. Er ist gesprungen dann, ja. Ja, aber dann kommt er hier irgendwo wieder hoch. Da hinten ist eine Meerjungfrau oder so, wahrscheinlich. Vorsicht, ihr haltet direkt auf eine Insel zu, von meiner Position aus. Ich brauche eine Banane, ich bin fast tot. Stimmt der Kurs jetzt noch? Ihr fahrt von mir, glaube ich, weg, oder? Ich weiß nicht so genau, ich drehe gerade. Obwohl, nee, das passt, glaube ich. Da hinten ist ein kleines Schiff. Ja. Das ist von denen wahrscheinlich. Ja, das ist... Konntest du den Namen lesen, Lonestar? Nee, so schnell nicht. Nee, ich auch nicht. Ich konnte leider auch nichts lesen. Ich weiß nur, dass das so aussah wie Lonestar mit roten Haaren oder in dem Moment, mit C hieß er. Ja. In dem Moment, wo ich ihn gesehen habe, hat er auf mich geschossen. Dann war das bestimmt der, dessen Schiff wir da kaputt geschossen haben. Weil deswegen wollte ich ja das. Der hieß auch irgendwas mit C. Mit C. Aber wie ist der denn raufgekommen? Oh, ich war doch die ganze Zeit drauf. An den Leitern da. Okay, was soll er denn geklaut haben? Ich höre das Huhn und so nicht mehr. Sind die noch da? Nee, das Huhn ist weg, das Schwein ist auch weg. Nein, Borsti! Dann hat er das über Bord geworfen wahrscheinlich. Er hat Borsti über Bord geworfen. Die habe ich nämlich eben schon gesucht. In dem Moment, wo der auf mich geschossen hat, habe ich nämlich gerade nach dem Schwein und dem Huhn gesucht. Okay, alles klar. Wir ahnen schon, was hier die Taktik ist anscheinend. Man muss, wenn die Leute es am wenigsten erwarten, auf das Schiff und mit dem Schiff abhauen. Da kann man den meisten Schaden und Chaos anrichten. Behaltet euch, wo er war. Jetzt weiß ich auch, was die Leute hier im Chat immer wieder schreiben, von wegen, geh mal auf ein anderes Schiff, wenn einer drauf ist und so. Wahrscheinlich sollen wir das auch so machen. Ach, was, es geht. Das ich zieh mal den Anker. Das bin ich. Ja, ich kann so schnell ja gar nicht schwimmen mit dem Schädel in der Hand. Ihr müsst anhalten. Anker? Ihr müsst anhalten. Ihr müsst anhalten. Nein, du schwimmst jetzt nicht. Nein, ihr müsst anhalten. Ja, der Anker ist schon. Das dauert einen Moment, bis die Vollbremsung erfolgt. Ich kann halt nur langsam schwimmen mit dem Schädel, wenn ich den habe. Ja. Ich kann leider nicht schnell schwimmen. Sonst hätte ich euch eingeholt. So, meine Knarre ist nachgeladen, aber ich nehme jetzt mal eine andere Puste hier. Die Scharfschützenwaffe, die gefällt mir irgendwie nicht. Das stimmt, das will ich auch mal eben wechseln. Ich nehme lieber hier die Shotgun mal. Wer lenkt denn? Niemand. Der Herr, der sich niemand nennt, genau. Wo wollen wir denn eigentlich hin? Zum Outpost. Wir müssen den Schädel wegbringen. Wo ist der Outpost? Markiert. War das nur ein Schädel diesmal? Ja. Mhm. Markiert, sagst du. Da muss ich ja runtergehen und gucken. Warte. Die besten. Ritzi. Ist was? Okay. Geh ich schon mal aus dem Weg. Muss ich wohl mal eine 180-Grad-Wende machen. Ich höre schon wieder hier Hixen. Willst du mich jetzt hier ankotzen, wenn ich fahre? Warte, dann krieg ich einen mit, Ritzi. Nein!
Oh. Nein! Geht weg! Wir brauchen einen Eimer, glaube ich. Ich komme nicht vorbei. Oh nein, dann falle ich gleich wieder vom Schiff. Nein! Geht weg mit der Kotze! Oh Gott! Oh nein! Nein! Oh Gott, die Kruse! Hilfe! Hilfe! Nein! Was, ich komm, mit. Komm hoch auf den Ausguck! Da wolltest du doch immer hin! Nein! Oh Gott! Ah! Hier, macht euren Steuerkram alleine! Ich geh hoch! Oh mein Gott! Wir kommen doch gar nicht ans Steuer! Oh, ist das schön hier oben. Ah, ich bin die Treppe runtergefallen. Hörst du sie da unten? Hörst du die Sirenen, wie sie schreien? Oh Gott. Bin schlecht. Oh Gott. Warte. Die Kotzbrocken, die da überall rumliegen, ey. Okay, jetzt müssen wir langsam an Steuer. Da ist eine Insel vor uns. Nein. Ich komm nicht. Das ist die falsche Richtung. Hallo. Oh Gott, ich muss runter. Nein, warte. Gott. Ja, Trauermarsch, genau das ist richtig. Ich brauche eine Banane. Ich hab keine mehr, scheiße. Ich glaube, mir geht's schon wieder zu gut. Ich muss Banane essen. Mir noch nicht. Scheiß auf Banane hier. Krok nachfüllen. So, jetzt kann ich wieder mitmachen. Oh, nee, warte, ich bin leer. Also, mein... Oh Gott, ich komme die Treppe nicht runter. Moment. Jetzt. Nicht über Bord gehen. Nicht na, Bord. Siehst du was? Ja, hässliche Nasen. Ja. Ich kann mich sogar hier draufstellen. Ich häng hier fest. Das sind Blasen beim Getränk. Ich lass das Steuer jetzt los. Ich ja, mein Maul. Ja, mein Maul. Ich bin eine Etage tiefer gefallen. Ich bin durch den Boden gefallen. Ich weiß nicht mehr, wo wir hin müssen. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir sind. Wer? Huch! Oh Gott, wir haben voll die Schräglage. Ach nee, das ist mein Zustand. Wo ist denn der Outpost? Wir müssen doch den Schädel noch abliefern. Ich kann nicht auf die Map gucken. Ich hab das Deck angemalt. Guckt euch mal bitte die Linien an, die auf der Map hier gefahren sind. Die Linien, ja, die bewegen sich. Die sind in Bewegung. Konstant in Bewegung. Oh Gott, ich komme hier nicht mehr. Oh Gott. Habe ich jetzt Trinken in meinem Trinkbecher oder habe ich Kotze da drin? Ich habe in meinem Becher gekotzt, als ich Trinken getrunken habe. Ja, nochmal. Dann läuft's rückwärts beim Trinken. Und noch ein! Kann man eigentlich auch an zu viel Alkohol sterben? Ich weiß nicht, ich hab jetzt für. Oh Gott, ich hab. Hui. Ich bin gesund langsam. Ich hab 5. Gesund? Was ist das? Habt ihr auch hab ich getrunken. Ja. Ab und zu hat man das, ja. Ja, das ist doch. Ich komm runter und auf beiden Beinen. Ich schaff's aber immer noch, meinen Krug voll zu machen nochmal. Aber ich falle mal online. Ich seh nix. Oh, Alter, du hast mir ins Gesicht gekotzt beim Trinken. Oh, mir auch. Oh. Nein, das war ja die Waffe. Ich hab nicht gesehen, was ich in der Hand hatte. Ich fahr jetzt mit Trinken weiter. Oh Gott. Immer wenn ich trinken will, kommt Kotze geflogen. Das war echt ein Problem. Ich war noch ein bisschen was ins KI. KI? Kann ich das recht nicht lenken. Ich hab gerade getrunken und gekotzt gleichzeitig. Ah, Becher ist ja leer. Ich hab's gesehen. Ich bin im Auge. Oh ja.
Oh mein Gott, betrunken das Schiffssegel, ey. Man sieht im Stream irgendwie, denke ich mal, nur noch grün. Ja, das ist... Sieht man das eigentlich, dass die nicht mal mehr das Lenkrad richtig festhängen? Ich kann nicht hoch, ich treffe die. Boah, Alter, diese Verzerrungen werden immer schlimmer. Ja, ich treffe. Ich bin jetzt so lange durch, bis wir eine andere Dimension erreichen. Vor allem, sie lenkt die ganze Zeit hin und her. Ja, okay, warte. Ich sag dir, wo wir dann landen, auf diesem Geisterschiff, wo ich vorhin war, als ich mich getötet habe. Ja, das ist doch schon mal was. Ist dein Becher auch schon eckig, Lone Star? Ja. Oh, nein, am Steuer kann man sich festhalten, das ist super. Ja, genau. Oh, ich hab reingekotzt. Fahr weiter geradeaus. Ah, geradeaus? Ja, geradeaus, vielleicht links müsstest du schon die. Nein, oh mein Gott, wir müssen gleich anhalten. Ja, wer macht denn den Anker? Ich bin beim Anker. Also, ich komm nicht mehr hoch. Alkohol. Ich seh den Outpost nicht. Ich auch nicht. Ich seh den Outpost. Er ist da. Er ist überall, der Outpost. Wow, nein, hat schon wieder ein Gesicht. Oh, Lone Star hat mich voll gekotzt. Ja, ja, Rache ist Blutwurst, der Kotze. Oh, ich fang gleich vom Schiff, nein, ich schon wieder bitte. Wenn das jetzt noch in echt wäre, wäre es der Hammer. Nee, da wären wir nämlich alle schon tot, wenn das in echt wäre. Ja. Anker lichten oder? Noch nicht. Nein, noch nicht. Ich komme nicht hoch. Ja, das Problem ist, dass der Rettung des Ankers wird nicht so leicht. Kein Problem. Ich bin nüchtern, ich kann das machen. Da ist noch ein anderes Schiff. Das sinkt gerade. Ja, das ist doch gut. Beunruhigend. Warum sinkt denn das? Das hier vorne ist der kaputte Steg, ne? Ich komm nicht runter. Ja, ich fahr ja noch weiter. Warum sinkt denn das Schiff da vorne? Nicht, dass uns hier wieder einer an Bord hüpft. Jawoll, ja. Yeah. So, dann holen wir uns mal den Schädel. Gerade geguckt, was Spielberg für komische Ringe im Bart hat. Ein Bartring. Wir haben nur noch den Schädel hier, wa? Ja, wir haben nur den Schädel. Ich bring den Schädel weg. Geh mal an Land, ich kann nicht shoppen. Der Schädel flüstert mir Sachen zu. Oh ja, ich will auch shoppen. Der Schädel sagt mir, ich soll Menschen töten und rumtrinken. Das ist Shadow. Tja, der Schädel. Shadow. Schädel. Oh Mann, wer hat hier eigentlich getrunken? Alle. So. Oh Mann. Der Schädel. What can we do with the drunken sailor? Nee, das muss ich ja bei wem anders abliefern. Stimmt, das war ja hier die Frau. Die seltsame Frau war das ja. Hier die in dem Kabuff. Mit Oprah. Das ist Oprah Winfrey hier. 102 Münzen. Bekleidungsgeschäft. Ja, nice. Wie viel Geld habe ich denn jetzt insgesamt? 1213. Hä, müsste ich nicht viel mehr haben eigentlich? Bestimmt wieder nicht. Ich hab 3035, aber dafür gibt's hier noch nichts Gescheites. Lonzer schläft auf dem Tisch. Lass ihn uns wecken. Bei mir hat Ritzi kein Musikinstrument in der Hand. Ja, die singt. Oh, doch. Ich bin schon voll gekotzt. Ja. Du, bei mir quetschst du einfach nur die Hände zusammen. Ich hab mich da auch so gekotzt. Tja. Lothar, oh, das nein. Kommt hier hinten aus dem Po raus, glaube ich. Hinfort, ihr lästigen Gangster. Ich will schlafen. Ich will auf der Theke schlafen. Ich muss, glaube ich, vorher nüchtern werden. Jetzt geht's. Ups. Ja, dann fällt er um. Moment, hä? Achso, ich sehe das nicht, wenn ich auf der Theke liege. Er fliegt. Guck mal, er fliegt. Er schwebt. Ja.
Ich setz mich mal hin hier. Ja, du hast dich genau vor mich hingelegt. Jetzt kann man nur deinen Rücken sehen und mich nicht. Das ist doch gut. Mann, los aufstehen. Ach Mann. Dann, setz dich rechts neben mich. Ja, genau da, wo du stehst, genau. Ich bin aber müde. Ja, genau so. Alle hinsetzen. Hinsetzen. Los. Jawohl. Wunderschön. Wir haben es geschafft. Damit endet dieser Wahnsinn erstmal für heute mit Sea of Thieves. Mal gucken, wann wir das wieder machen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich bedanke mich auch nochmal bei allen, die dabei waren. Beim Lonestar, bei Rizzari, bei Shazadi. Und dann sind wir jetzt an der Stelle raus. Bis dann. Ciao, ciao. Yo, ho, ho. Ciao.